Oh, ich bin wieder dabei. So, da sind wir wieder. Willkommen zurück im Nebel. Willkommen zurück im Nebel. Oh shit. Boah, leichte Lootverzögerung hier. Bist du gerade am Fahren mit dem Bike? Ja. Hm. Und. Oh, noch einen Motor gefunden. Dafür noch gerade ein paar Spinnen auf den Hals. Wir haben noch einen grünen Motor jetzt bekommen. Das ist gut. Den hat der eine Zombie dabei gehabt. Auch ja, ganz klar, er damit. Der braucht den noch nicht, kann er doch abgeben. Ja, ganz schön was zu schleppen gehabt, du. So. Was ist denn das? Spaghetti? Gummibänder. Oh, die lebt ja noch. Boah, Mädchen. Hier war ich wohl schon. Ja. Okay, wenn ich hier schon war, scheiß drauf. Oder du warst hier schon, je nachdem. Wir waren ja schon. Boah, wie viele Spinnen es hier gibt. Dann war ich da noch nicht. So. Okay. Und Chris, hi. Weiter schippen. Schönste hast du verpasst. Wir haben den Weihnachtsmann gesehen. Und? Traurige Nachricht, er ist tot. Also jetzt ist er tot. Und nein, ich war es nicht. Ich sag mal so. Muss man immer wieder dazu sagen. Ich sag mal so. Du hast ihn zuerst alleine im Schnee gesehen. Und ja, dann habe ich gesagt, ich guck mir das an. Als ich ihn zuletzt gesehen habe, war er am Leben. Und dann habe ich gesagt, ich guck mir den mal an. Und dann lag der bereits tot im Schnee. Das wirft natürlich schon Fragen auf. Ich habe damit nichts zu tun. Mein Gewissen ist rein. Frag die Kobolde. Ach nee, die sind ja auch tot. Frag den Schneedämon. Ja, frag den Schneedämon. Er ist auch tot. So, passt da überhaupt noch was rein hier? Mann, Paco! Zwar gerade ein bisschen langweilig den ganzen Tag buddeln, aber wir müssen ja auch mal ein bisschen schaufeln. Und so, wir brauchen die Sachen, ja. Vor allem bei der Horde, sonst zerflippen wir uns wirklich das Gebäude, ne? Ja. Das wird nur mit Beton schon schwierig werden. Also, wir sollten uns wahrscheinlich unter unserer Brücke aufhalten und vielleicht da nochmal ein paar Iron Bars reinkloppen, dass wir nach unten schießen können. Hm? Ja, mal gucken, was uns so einfällt. Ja, aber unter der Brücke können sie wenig machen, ne? Sag ich mal. Theoretisch. Wenn wir nicht gerade so stehen, dass sie uns die Säulen weghauen, sag ich mal. Aber ja. Auch selbst das sollte sich ein bisschen tragen. So, ich bin jetzt bei Paco angekommen. Das ist gut. Dann können deine Zuschauer sich das ja auch mal in Ruhe angucken. Was sieht wirklich ganz hübsch da aus. Mhm, ich finde es mit den Schmetterlingen schön. Ja. Und da sind sie auch, die Schmetterlinge. Und Paco selber, ich weiß ja nicht, ob sie eine gute Nacht auch mehr. Ich weiß ja nicht, wie der aussah, aber man sieht schon an der Textur, dass sich da wohl sehr viel Mühe gegeben haben. Das wird dann wahrscheinlich auch von einem Foto von ihm genommen sein. Könnte ich mir vorstellen. Ich nehme an, du hast bei Paco schon alles durchsucht? Nö, alles vielleicht jetzt nicht irgendwie. Ich war auch nur, ich musste irgendwann ja wieder zurück, weil ich ja Wellness verloren hatte, wegen des Spinnenbisses, den ich vorher bekommen habe. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, dass ich das Vergnügen haben werde, das Minibike in ein 50 Meter tiefes Loch reinzurauschen da. Weißt du? Ah, okay, ich verstehe. Die Geschichte war das, ja. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mir um den Spinnenbiss weniger Sorgen gemacht, weißt du? Das nennt man auch spontane Selbstheilung. Also so betrachte ich das jedenfalls. Natürlich schreck ich die Insekten auf. Hey Paco! So. So.
Master of Armor Smithing. Haben wir schon Kirschsamen, weißt du das, aus dem Kopf? Kirschen? Kirschen, ja. Ja, haben wir. Dann schmeiß ich die weg. So, ich habe eine 700er Desert Eagle bekommen. Alles gut? Super. So, ich spreche ihn nochmal an auf die Queste, dann mit dem Gaming-Zeug. So, und das ist eben nicht mehr so einfach. Er will, dass ich eine Action-Toybox und eine Fun-Toybox crafte. Genau. Und das ist ein hartes Brot. So einfach ist das nicht, weil dafür braucht man viele, viele kleine Teile. Aber das Coole ist, die Deagle ist nicht geladen. Scheiße. Okay, hat's erledigt. Nein, da ist keine Munition. Das ist ja, ja das, was ich bemängelt habe da. Jetzt fängt es an zu regnen. Alter Schwede. Schon schwierig. Ach, da warst du schon drin. Okay. So, also, du wolltest oder willst was? Ach, schade, das ist Kohle. Echt jetzt? Was ist was? Was will ich? Ohne Scheiß. Was denn? Ach, du sprichst jetzt gar nicht mit mir, sondern mit ihm da, ja? Oder wie? Valkyrie. Ja, was denn? Ich habe hier auf der Karte eine Markierung, die nennt sich Santa und die bewegt sich. Du guckst genau drauf zu. Die ist hinter der Straße. Wenn du jetzt geradeaus gehen würdest, kommst du an eine Straße. Dahinter ist Center. Warum habe ich die Markierung denn nicht? Geh da mal hin. Klär das mal bitte, was das ist. Okay, du guckst weiter auf deine Minimap bitte, weil ich habe die Markierung nicht. Ich laufe geradeaus. Ja, ja, ich dirigiere dich. Bisschen mehr rechts. Gut, 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 gut. Geradeaus, zwischen diesen Dingern durch. Das sind zwei Steine. Ja, ich sehe ihn. Der steht da. Ist das Center? Das ist Center. Okay, ich komme dazu. Warte. Ist das geil. Der hier ist auch ein Puma. Alter, der ist auf der Karte zu sehen. Was geht denn ab? Also, der Weihnachtsmann lebt doch. Es dürfen Wetten abgegeben werden, wie lange noch? Oh, ich hab so einen Hals. Wenn wir den nicht ansprechen können... Jetzt kriegt aber Santa richtig aufs Maul, ne? So. Fair, die Geschenke waren scheiße dieses Jahr. So, jetzt geht's auf die Fresse. So, ich geb Vollgas, ich bin auf dem Weg zu dir. Ich bin mir nicht sicher, ob der schwarze Puma Santa angreift. Ja, der Puma rennt immer hinter Santa hinterher. Kannst du den Puma irgendwie... Der ist sehr weit weg. Ich möchte nicht so nah an Santa ran. Ah, okay. Verstehe ich. Mal gucken. Ich versuche mal rüber zu schießen. Ja, Sekunde. Warte noch einen Augenblick. Ich komme ja hin. Wow, wow. Oh. Okay, ich habe es überlebt. Oh, ich wette, der Weihnachtsmann stirbt am Puma. Der Santa scheint sich nicht zu wehren, ja. Kannst du den Puma ablenken, bevor er ihn umbringt? Ja, ich versuch's. Einfach anschießen und weglaufen. Lachen aus. Wie geil ist das denn? Der ist auf der Karte sichtbar. Das muss man auch erstmal einkalkulieren. Aber ich muss mal kurz die Klamotten wechseln. Ich hoffe, der hält nicht mehr so viel aus, der Puma. Boah, shit, Blutung. Ablenken, nicht umbringen lassen. Ich bin auf dem Weg. Halte durch. Der ist hinter mir her. Ja, ja, halte durch. Puma ist tot. Santa ist auch noch da. Glückwunsch. Kannst gerade zerlegen, den Sack. Nee, ich habe kein Inventar. Mein Inventar ist voll. Ich verstehe. Puma liegt ja auch noch ein bisschen länger. Ja. Asak ist voll leise. Ist das so? Dürfte ist, eigentlich nö, nicht. Ich finde nicht, dass ich leise bin, aber... Boah. Ich kann ihn lauter machen, aber hat es uns bisher also nicht. Also der Center, den müssen wir ansprechen können, theoretisch. Das ist ein NPC eigentlich. Ich glaube nicht, dass der so eine Art, also das ist halt das Problem, dass der sozusagen so ein Spawn hinter sich herzieht. Aber den müsstest du ja ansprechen können, theoretisch. Ich bin also hier auf dem Weg. Hier ist gerade niemand, der spawnt gerade nichts. Gut, 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 gut. Ich bin auf dem Weg. Er lacht. Er macht ho, 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 ho. Und er klingt nicht richtig gut dabei. Mhm.
Hat er das bei dir vorhin auch gemacht oder nicht? Ich kann es dir nicht mehr sagen. Hast du ihn angesprochen oder hast du auf ihn geschossen? Was habe ich? Hast du auf ihn geschossen vorhin oder hast du ihn angesprochen? Oder wieso hat er Sachen gespawnt? Ich hab nichts gemacht. Ich geh mal hin und spreche ihn an. Sekunde, ich bin gleich da. Dann gebe ich dir Rückendeckung. Ja, Descenter hat eben gemacht, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Das hat mir nicht gefallen, das Geräusch. Oder es war ein Schneezombie, der irgendwo rumrennt. Ich bin da. Ja. Okay, sprechen wir ihn an. Ja. Und ich will ein Foto eben machen. Nimm mal die Knarre runter bei Santa. Search Santa, untouched. Untouched? Wie untouched? Oh, I think it's safe. Spawn! Boah, ja, so eine. Und hier, wieder die Zwerge. Die ja, die komm, lass uns nach Hause gehen. Die kommen uns hinterher. Die Kobolde sind zu schnell. Boah, ich nehme einen mit hier. Die kommen wieder nicht hinterher, die Kobolde. Die rennen dem Center hinterher. Warum? Die rennen immer noch hinterher, obwohl der einen Pfeil abbekommen hat. Schwierig, ne? Irgendwie. Wie bei deinem toten Puma. Ja, vielleicht kannst du ihn auseinandernehmen. Weil ich hab... Ach, komm her. Ich versuch mal... Genau. Nee, den Schneezombie mache ich aber lieber mit... Oh, ich treffe ja nicht. Oh, treff doch. So, passt. Ich helfe dir mal eben ein bisschen. Hier mit ihm jetzt zum Beispiel. Alles klar. So, jetzt nur noch okay. Die Kobolde da, ne? Ja. Aber warte, ich gehe aufs Bike. Ich bin dann schneller. Es muss natürlich schneien, ey. Yes, wir sind eben Schneebiom, also. Santa ist tot! Die Kobolde waren's. Ach, verdammter Mist! Hey, die ziehen aber. Ich ziehe gar keine Aggro. Oder die laufen jedenfalls gerade gar nicht. Nochmal, dann. Tötet sie. Was macht der denn da für Karate-Schritte? Sag mal, den scheint das überhaupt nicht zu tangieren, was ich hier mit ihm mache, ne? Ein Grund mehr, ihn so umzulegen. Können wir nicht einfach Santa töten? Na toll. Den nächsten lootest du, da war wieder nichts drin. Alles klar. Wo ist Santa? Wo ist seine Leiche? Hier ist er, okay. Da ist nichts drin. Ich bin mal ein zweiter Zwerg. Warum sind die uns denn letztens hinterhergerannt und waren so aggro? Ich habe keine Ahnung. Ach, vielleicht, weil sie... Ach nee, da hatten sie Santa ja auch schon getötet. Wieso töten die Santa? Ein riesen Schneetiger kommt da, ne? Wo? Oh, da! Oh, da! Oh, der ist aber mal groß, was? Oh, ein schönes Tier, guck mal. China im Schnee. So, mach mal. Warum hab ich dir jetzt die Fliegenpest? Weiß nicht, okay. Guck du mal rein, lieber. Und? Ja, nur Glasreste. Lass mal den Tiger leben, ne? Der ist so hübsch, den würde ich gar nicht. Ja, der reißt uns auch den Arsch auf, wenn wir Pech haben. Nein. Ah, so ein Mist, ey. Der aber passiert gut, nichts. Den kann man streichen eben. Und wenn er schnurrt, weißt du, er atmet gerade nur aus. Mhm. So, das haben wir ja heute gelernt.
So, ich fahre zurück, dann hast du das Minibike und kannst dein Bike holen. Ja, das würde ich dann auch machen. 17.30 Uhr, so. Ich habe den ganzen Tag Schnee geschaufelt. Ich habe, ja. Morgen bist du dran, 3.900 Steine und 3.200 Sand. Sehr schön. Also Steine wären dann so das eher das Wichtigere, sag ich mal. Sand haben wir jetzt, glaube ich, erstmal ganz gut. Leute, baut bitte nie die Kette mit den Schlössern nach. Warum? Alles gut. Damit kann man Weihnachtswichtel verprügeln. So, die Hälfte Steine gehen in die Dings. Du kommst her. Und Zementmischer, Concrete Mix, 461 nochmal unterwegs. Mehr geht gerade erstmal nicht. So, dann kommen Steine da rein, Sand kommt da rein. Kohle, euch ein bisschen was bekommen. Kommt's weg. Schnee packe ich nochmal ins Campfire, da können wir jetzt auch mit werfen. Also das Problem ist, man kann den Weihnachtsmann irgendwie nicht ansprechen und plötzlich spawnt bei dem, ihr habt es ja gesehen, Tod und Teufel, ganz schwierig. Ja, das ist ein bisschen ungünstig alles, ne? Irgendwie mit. Das gab's auch schon mal in besser. Center. Naja, vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass die Aufgabe darin besteht, dass wir vielleicht die Wichtel umnatzen, bevor sie Santa töten können, irgendwie, ne? Lootet doch Santa. Er hat ja reingeguckt, in Santa war nichts drin. In Santa war nichts drin gewesen, ich hab ihn gelootet. Und messern tun wir Santa nicht. Wer hat das vorgeschlagen? Keiner. Ich wollte es nur nochmal nachschieben. Wer hat das vorgeschlagen? Ich wollte es nur nachschieben für den Fall, dass da so ein Vorschlag kommen sollte. Messert. Hallo? Nee, das, so ein Vorschlag kam da natürlich nicht. Ja, schon gar nicht von. Ihn. Geht gar nicht. Nee, das war jetzt nur eine rein präventive Äußerung meinerseits. Irgendwie. Mhm. Falls mit Looten was anderes gemeint gewesen, weißt du, so gewesen wäre. Die Kaninchen geben so ein richtig vertrautes, beruhigendes Geräusch irgendwie, ne? So. Ja, ne? Hat was von daheim. Ja. Mehr ist daheim. Okay, ich düse mal los. Ja. Wo war's denn? Verdammt, dass wir das Tool und Dice-Set nicht haben, ey. Das gibt's nicht. So ein verdammter Ärger. Ja, das stimmt. Ja, also ich denke auch, Chris sagt es auch nochmal, und das ist ja auch das, was Welt schon gesagt hat, wahrscheinlich müssen wir erst alle umlegen, die bei ihm spawnen, und dann können wir mit ihm reden. Also werden wir nochmal die Augen offen halten. Hyäne direkt unten vor der Tür. Ja. Ich muss die gleich wahrscheinlich erst umnatzen, bevor ich hier wieder rauskomme. Mal gucken. Ich guck mal, ob ich Center irgendwie nochmal auf der... Ne, der spawnt bestimmt nochmal. Was ist denn da jetzt? Wo ist denn die Hyäne? Nur hier unten. Direkt vor der Rampe. Ah, okay. Okay. Ist aber zu doof, die Rampe hochzugehen. Oh, es hört auf zurück bei mir, glaube ich, gerade. Weißt du was, ich laufe hier hin, dann kommt sie zu uns und dann hängt sie auch in den Spikes. Und dann hat sich das Ding auch erledigt. Ja, da ist doch schon. So. That's it. Feierabend. That's it. Ich nehme sie gerade aus. Okay. Minibike holen. Dann haben wir auch das Geld wieder. Ja, unbedingt. Ich habe ja auf meinem Weg jetzt noch mehrere. Ich habe noch zwei von diesen unterirdischen Höhlen-POIs gesehen. Mhm. Die würde ich auf der. Genau. Ja, gut, oder wie gesagt, Ressourcensteine, ne? Ach, willst du ein paar Ressourcensteine vielleicht verhauen oder sowas? Weil dann kriegst du Stein raus, Metall können wir immer gebrauchen und Potassium ja auch. Ja, das wäre.
Muss er nicht jetzt sein, aber so. Ja, mal gucken. Ja. Weil Sand haben wir jetzt erstmal ganz gut mit 3000 oder so. Weißt du, vielleicht können wir doch noch ein bisschen Munition machen vor der Horde irgendwie. Weil Magnum frisst natürlich auch ganz gut, ne? Die Bäume auf den Höhlen geben auch gleich Kohle. Ja, Kohle liegt ja auch so oberirdisch sehr viel rum. Potassium ist das Problem. Kohle ist gar nicht so das Problem. Aber zwar jetzt auch nicht wirklich viel, aber hier, da links lag ja auch schon wieder Kohle eben im Augenwinkel da. Und jetzt fällt Val in so ein Loch und das zweite Moped ist weg. Sowas kann man leider nie ausschließen. Dann müssen wir ein neues bauen. Ja, wir haben ja schon... Wir wissen ja, wie es geht. Das ist ja alles kein Problem. Das Chassis haben wir schon. Nebenan in der Chemiestation habe ich auch Glue schon hergestellt. Duct Tape können wir uns also auf jeden Fall machen. Alles kein Problem. Ja, die brauchen halt relativ viel Duct Tape, ne? Die Sachen. Ja, ja. Das stimmt. Nein, hier ist eine Kuh. Und ich habe keine Whip dabei. Das mache ich nie wieder. Mucki, geh nicht ohne Whip raus. Ja, mich wieder vergessen einzusacken. Ich sterbe doch so oft. Mukiana, vielen lieben Dank für das Abo. 4 Monate, frohes neues Jahr. Die beste Community auf Twitch. Sonja, hi. Da kann ich einfach nur so zustimmen. Demals, frohes und gesundes neues Jahr. Mich schon suchst du ewig, okay? Erinnerst du mich dran, dass ich die RIP, dass ich oder die einstecke oder dass ich mir eine neue mache? Soll ich dich dran erinnern? Mach ich. Wenn es unten ist, einfach auseinandernehmen und oben neu ansetzen. Oh nein, jetzt ist hier noch eine Ziege. Wenn es läuft, dann läuft's. Ja, wenn's. Whipcraften bringt aber Skill. Ja, okay, dann crafte ich eine. So teuer kann ja nicht sein. Oh Mann, ey. Weißt du, jetzt treffe ich den halben Zoo, ne? Wo ich sie nicht dabei habe. Wir bräuchten so eine Reise-Whip. Die man immer in dem Moped mit sich rumführt, irgendwie so. Karma, ja, Karma ist ein Bitch. Okay, ich muss mich entschuldigen, das ist doch nicht das erste Haus der Buchladen, sondern hier oben. Ach, das ist ein ganz kleiner Buchladen. Ja, scheiße. Da dachte ich, okay. Ja, nee, logisch. Schande. Ja, da muss ich mich entschuldigen. Das tut mir leid. Kein Problem, alles gut. Ich hab's ja gefunden. Ja, blöd ist das. Warst du jetzt eigentlich in dem drin und hast ihn gelootet? Nee, ne? Nein. Da kam ja die Verseuchte gleich und dann der Feral, der hat mir eine gebatscht. Dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich halt. Dann gehe ich da jetzt mal rein. Ich habe mein Minibike auseinandergebaut. Das ist schon der zweite Weihnachtsmann, der seine Kobolde ausgeschissen hat. Wir haben auch einen Schneedämon gefunden. Nee, abgefahren. Mach ich nicht. Guck auf die Uhrzeit. Ich fahre jetzt nach Hause. Abgefahren. Man muss auch ehrlich sagen, ich habe ein bisschen an den Skripten rummanipuliert und jetzt. jetzt ist es ein bisschen, ja, jetzt haben wir so ein anderes Programm. Jetzt haben wir ein anderes Programm hier. Oh doch. Du, ich kann mir eine Whip herstellen, brauche ja nur Leder und Holz. Leder und Holz, mehr brauchst du nicht. Oh, hier habe ich gerade zufälligerweise dabei. Vielen lieben Dank an Tazumu für diesen Hinweis. Meine Güte. Ja, pass auf, dann. Du brauchst Stein, ne, jetzt. Steine bräuchten wir halt noch ein bisschen und Potassium ist generell ja auch nicht falsch, ne? Für Waffen, ne? Für die Horde dann, ne? Also Stein ist vorrangig, ja? Ja, wenn du Zement brauchst, brauchen wir auch Stein. Ja, gut. Wir brauchen ja einmal Steine zum Einschmelzen und damit wir Zementpulver rauskriegen und dann gehen ja nochmal Steine bald drauf fürs Herstellen von dem Concrete Mix.
Also ich höre hier gerade Kritik aus dem Chat, wir hätten den Weihnachtsmann retten sollen. Haben wir versucht, hat zweimal nicht geklappt. Wir hoffen auf ein drittes Mal, weil wir haben jetzt rausgekriegt, man kann ihn auf der Karte entdecken. Ja. Und damit sehen wir uns in einer neuen Folge wieder. Ja, Tatsache. Okay, best mal gucken, ob ich die Ziege wiederfinde. Bis dann. Tschüss. Ciao.